Spanien. Es geht rein in Spanien. Ich denke mir so, okay, die Aufnahme war verloren gegangen. Ich war schon Mitte des Rennens, die Aufnahme ist verloren gegangen, deswegen muss ich es jetzt leider nochmal fahren. Wir starten von zwei. Vor uns ein gewisser Charles Leclerc. Ich habe keinen Ton, ihr habt leider keinen Ton, das ist das Story heute. Ich muss das irgendwie noch fixen. Alter, start mal völlig verhauen. Was ist das denn? Alter. Ich bin heute mal richtig tot. Hui. Alles klar? Alles klar. Alles klar, Alonso. Alles klar, okay. Geht ja mal gar. Geht ja mal gut los. Geht ja mal gut los. Du bist mit Perez vor, das alles klar. Wenn ich das aber nicht habe. Hallo Norris. Hallo Lando. Alter, Lando auf Alter, Lando auf Softs. Magnussen auf Softs. Hey. Dive von Bocon. Ja, schick mich hier raus, genau. Alter. Es wird mir hier zu bunt. Es wird mir zu bunt. Ja, ich trinke kurz was. Boah. Komischerweise. Ein besserer Start. Aber da kommt natürlich ein George. Aber da kommt natürlich ein Mercedes. Ja, ich. Pff. Die Mercedes kämpfen da schon wieder und ich denke mir gerade so, okay. Wenn zwei sich rein, freue ich mich halt, ne? Spätestens wenn's für euch morgen nach Monaco geht. Für mich heute schon, für euch morgen, weil jeden Tag kommt ein Video, deswegen muss ich jetzt das machen, weil ich habe tatsächlich die letzten Tage wirklich, also ich habe wirklich fast das ganze Wochenende nicht streamen können, weil kein Bock, weil keine Motivation etc. Ja, deswegen darf ich jetzt fahren, weil ich hatte bis Miami, also bis quasi gestern, noch Material. Aber jetzt habe ich kein Material mehr. Und ich darf jetzt fahren. Und jeden Tag kommt ein Video. Das wird jetzt nochmal stressig. Juhu. Ja, toll. Ich darf die Überholtaste verwenden. Ah, ihr hört das zum Glück nicht. Seid froh. Aber ihr hört wenn dann meine Lenkbewegungen. Huch. Ihr hört auch das Gegenlenken. Ihr seht auch das Gegenlenken. Ups. An Leclerc werde ich nicht rankommen. Heute nicht. Werde auch die Mercedes nicht lange halten können. Vor allem die harten Reifen werden gleich ein Problem sein. Das ist bei mir immer so. Deswegen starte ich am allerliebsten starte ich auf hart. Weil die harten Reifen sind in den ersten Runden nach dem Boxenstopp so scheiße. Also deswegen fahre ich am allerliebsten auf hart los und dann auf Medium weiter. Vor allem, weil ich dann am Ende nochmal schneller bin und nochmal sehr viel Zeit rausholen kann. Aber ich warum auch immer, habe ich das völlig verkackt. Ja. Den Sausage Crab, da solltest du nicht mitnehmen, weil du dich sonst instant wegdrehst. Ja, schön. Ja, ich bin 2 Sekunden dahinter. Also halt die Klappe. Ich werde auch nicht rankommen in naher Zukunft. Ich muss jetzt gucken, dass ich vor dem Mercedes bleibe. Wo ist Jacques?
Okay. Ach nee, echt? Ups. Ja, schön. Und jetzt kommt Russell. Ich denke mir so, what? Alles klar. Warum lenke ich da so rein? Es kommt Russell von außen. Russell, der Russell-Schorsch. Aber es ist voll geil, dass die Karre sich da nicht mal richtig so wegdreht, weil es nicht mehr so eng ist. Deswegen, ich liebe diese Kurve jetzt mittlerweile. Also Schalke ist zwar immer noch eine Stop, Stop and Go, aber sie ist immer, also sie ist halt jetzt, sie wird halt, sie ist halt nach dem Umbau meiner Meinung nach geiler geworden. Ist viel geiler geworden. Okay, mein Motor ist der stärkste, deswegen kommt Russell auch nicht an mir vorbei. Zum Glück habe ich nicht das Problem wie andere, also zum Beispiel PC-Spieler oder so. Ja. Zum Glück habe ich das Problem nicht. Aber wir werden es gleich wir werden später in Baku sehen, ob das Problem wirklich real ist oder nicht. Und ich bin schon einmal Baku gefahren in einer anderen Karriere, die ich außerhalb von YouTube mache, also die ich für mich privat zocke. Ja. In Belgien ist die KI nämlich ultra scheiße. Also in Belgien habe ich Erfahrungswerte, aber dass ich jetzt hier diese Siege eingefahren habe, ist schon irgendwie komisch, dass ich jetzt vor allem letztens in Miami, gut, Safety Car Chaos, aber ich habe in Miami gewonnen. Überlegt euch das mal. Startet als Mittelfeldteam und bis nach zwei, irgendwie nach ein paar Rennen schon weit vorne mit dabei. Wir müssen jetzt halt nur gucken, wann wir das zweitstärkste Team werden. Und jetzt, nicht gut. Da war ein heftiger Schnitzer drin. Jetzt wird Russell und auch Hamilton vorbeikommen. Das bin ich mir ganz sicher. Hamilton, Alter, was macht die KI da bitte? Hamilton und Russell. Oh Gott, ich verbremse mich, weil ich mich auf die hinten konzentriere. Alter. Hamilton und Russell verlieren jetzt so viel Zeit auf Sainz! Sie verlieren so viel Zeit auf Sainz! Und auch Jack kommt da von hinten noch an. Oh, die KI ist strohdoof! Die KI ist so strohdoof! Und wie doof kann man übrigens auch bei Dev Gaming sehen in Frankreich? Alter! Ja, schaue ich privat sehr gerne. Ist halt einfach, boah, ich denke mir da nur so, Alter, dankend an, aber okay, KI ist, doof. Da wird ja ich schlauer fahren im Real Life. Ich habe keinen Führerschein. Ja, aber im Rennauto würde ich halt locker fahren, locker besser fahren als die KI hier fährt. Vor allem intelligenter als die KI. shit! Ja, also so eher nicht, ne? Ist klar. Also, Leute, so macht man's nicht. Nur mal so, das war so als Demonstration, wie man es nicht machen sollte. Das war so Demonstration. Wie solltest du das nicht machen? Ja.
Aber ich bin immer noch vor Hamilton und Russell, also ich bin immer noch vor dem Mercedes, das ist schon cool. Aber das Problem wird gleich sein auf den harten Reifen, weil auf den harten Reifen fühle ich mich am Anfang nicht wohl, in den ersten Runden. Fühle ich mich echt nicht wohl, deswegen starte ich am liebsten auf hart. Was ich leider verpennt habe. Komischerweise, 1,23,6 ist okay. Seit Hamilton. Ja. Okay. Meine 23,6, okay. 15. Halbe Sekunde schneller. Letzte Runde. Ui. Dieses Vorderrad. Leicht verbremst. Fahr mit mittlerer Traktionskontrolle. Übrigens. Und halt Ideallinie und. Ob ich manuell schalte, ich immer. So als. Ja. Als Beweis. Einzige, was ich halt anhabe, ist Ideallinie und Traktionskontrolle. Also so ein bisschen. Weil ich das immer noch nicht gebacken kriege, ohne Ideallinie zu fahren. Und das schon seit Jahren. Also ich krieg das nie gebacken. In keinem F1-Spiel oder so, ich krieg das nicht gebacken. Obwohl ich mir mittlerweile hier in Spanien ein paar Referenzpunkte rausgesucht habe. Das heißt, ich achte nicht mehr so viel auf die idealen Linie. Ups, verbremst. Ja, so viel zum Thema. ich hau das Bremspedal ein bisschen zu locker. An manchen Stellen. Ich denke so, ach, du kommst da schon irgendwie durch. Oh, die konntest du mal voll fahren. Die konntest du mal voll fahren. Mit den Autos anscheinend nicht mehr. Jetzt kommt natürlich Hamilton. Jetzt kommt natürlich der Hamilton. Ja. Und der Russell Schorsch. Und der Seinzel. Okay. Alles klar. Ich habe so lange jetzt ohne Ideali und ohne Rückblende überlebt. Ah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Trinkpause. Alter Schwede. So, Luis. So, Levis. Remy, 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 Remy. Was? Guter Englisch? Oh shit! Kommt das Heck einfach mitten in der Kurve? Es kommt, das Heck kommt. Ein Spaß. Ah. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Alles klar. Alles klar, ERS ist einfach mega OP. Ja, Alter, ERS ist einfach mega OP teilweise. Also bei mir zumindest. Bei mir ist zum Beispiel ERS mega OP. Und schnellster erster Sektor. Das heißt, ich bin im ersten Sektor schnell, noch schneller als Leclerc. Aber dann hier im zweiten und dritten Sektor verliere ich alles. Sie ist da doofe. Weil ich vor allem diese Kurve nicht hinkriege. Ich immer irgendwie ein instabiles Heck habe. Oder auch hier. Pff. Kurzer Gegenlenker. Du brichst hier nicht aus, Heck. Alter, kommt das Heck schon wieder mitten in der Kurve?
Da will der Arsch wieder mitten in der Kurve rum. Das geht nicht, Arsch. Das geht nicht. Das geht nicht, du Heck. Jetzt will das Heck schon wieder. Ist doch unfassbar. Komm mal meiner 23.6 nicht mehr ran. Wann war Boxstopp? 15 bis 18. 16, 17, unter 17. Ich war, ja, Runde 17, Runde, nee, Runde 15. Ich war doch 15. Noch in 5 Runden an die Box, dann habe ich wenigstens. Nee, ich war Runde 14. Nachrichten kommt, dann mache ich einmal Undercard. Hab nämlich dann bessere Reifen. Die Reifen dann wenigstens warm sind. Weil ich genau weiß, dass die Reifen tot sind, wenn ich sie drauf schnalle und ich noch mehr Zeit verliere. Aber ich mache einen Undercut gegen Hamilton in Runde 14. Genau, ich fahre in Runde 14 an die Box. Perfekt. Weil wenn ich aus der Box komme, wird Hamilton schlechte Reifen haben. Oder Russell. Oder beide. Es sei denn, Mercedes macht einen unnötigen Double Stack. Habe ich aber bei der KI bisher noch nicht gesehen, dass sie irgendwie Double Stackt. 23.9. Ist okay. Ja, schön. 15 pro Runde. Wie viel verliere ich gegen Leclerc? Muss ich gleich auch mal nachfragen. Mache ich gleich auf der Geraden. Nach der Kurve. Ja, Dankeschön. Ja, danke. Ja. 24,2. 13 pro Runde hole ich auf. Ach, toll. Hier verliere ich wieder. Da wollte das Heck schon wieder mitten in der Kurve. Alter. Was ist mit dem Heck los? Was ist mit dem Abtrieb heute? Ich glaube, ich hau mir zwei Klicks mehr Abtrieb gleich drauf. Ja genau, ich hau mir gleich beim Wachstum zwei Klicks mehr Abtrieb drauf. Bin ich in den Kurven nämlich nochmal besser. Diese Kollegos da. Oh, es liegt halt nicht nur an den Reifen. 24,3. Unfassbar. Ja, schön. Jetzt kommt der Mentaldive-Funk. Oder auch nicht. Wow, die KI hat gelernt. Nehme ich gar nicht. 23,9 von Hamilton. Ist ja total unvertretbar. Das ist nicht vertretbar. Das geht ja mal gar nicht hier. Haben wir mal gar nichts gemacht. Nein. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein. Hamilton wird sich sagen, ich hab doch gar nichts gemacht. Fuck. Ja, toll. Vorsicht, wir rechnen damit, dass der Grip halt weniger wird. Cool, Kumpel. Sehr cool. Das weiß ich aber auch so. Runde 14 in die Box. Dieses Problem habe ich so oft hier in dieser Kurve. Hatte ich aber bis jetzt in diesem Rennen noch nicht. Komischerweise. Lab 14 Box. Push and Box. Oh, keine Verwarnung wegen Abkürzen. Sonst kriegst du da immer die Verwarnung wegen Abkürzen. Alter, ich komm doch jetzt mal so weit raus, das gibt's doch nicht. Oh, heilige Schitte.
Next Lap Box, Next Lap Box. Next Lap Box. Next Lap Box. Wieder mal nicht den schnellsten Sektor gekriegt und Hamilton ist an mir dran, das ist doch unfassbar. Ey, Heck, lass das. Okay, Konzentration geht gerade flöten, juhu. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Was kann doch nicht wahr sein? Geht da gar nicht, das ist doch doof. Jawohl. Ey, ich komm da so eben an den Körper und das Ding dreht sich. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Nee, 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 nee. Darauf war ich vorbereitet. Ach Gott. 23 Alter. 11, nee, 9000stel hinten. 9000stel hinten. 9000stel an der von meiner Bestzeit weg. Oh, scheiße. Okay, was war das? Was war das? Was war das denn? Das ist ja scheiße. Was war das denn? Oh je, immer diese Menschen. Oh, Trinkpause. Warum dreht sich da die Karre? Warum dreht die sich hier? Warum dreht die sich ausgerechnet da? Ist wie in Frankreich. Ist wie in Frankreich Turn 2. Die dreht sich einfach instant weg. Frankreich kann auch lustig werden. Frankreich kann wirklich auch sehr, sehr lustig werden. Oh! Scheiß Karre. Box ist lab, Box ist lab. Push in Box, Push in Box. Ja, so viel zum Thema Push. Push, Push, Push. So viel zum Thema Push, Push, Push. ERS, ERS. Use ERS, use ERS. Ein bisschen Zeit gut gemacht hier. Sehr gut. Ach, jetzt war ich mal voll auf dem Körper und es geht. Hä? Unfassbar. Jo. Jo, 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 jo. Jo. Voll verkackt. Ich bin ein Stückchen zu weit rausgekommen. Ich bin ein Stückchen. Ein Stückchen zu weit rausgekommen. Was mache ich hier gerade? Das saumt mir gerade alles. Das sah mir irgendwie gerade alles. Zwei Klicks Frontflügel, ja, zwei Klicks Abtrieb, perfekt. Alter Schwede. Undercut. Wird nix. 2,5 in der Hoffnung. Alles gut geht. Jawohl. Perfekt. All geht alles gut. Jetzt greif auf die Reifentemperaturen. Ja. Alter! Okay, die harten Reifen sind echt scheiße. Die harten Reifen sind wirklich der größte Scheiß, den du haben kannst. Hier ist wahrscheinlich schon. Um diese Reifen aufzuwärmen.
Alter! No grip, no grip, no grip, no grip on this tire, no grip on this tire. No fucking grip on this tire. Ah, besser. Ja, halt die Klappe! Ich muss erstmal die Reifen aufwärmen, hallo. Ah, vorne sind sie immer noch scheiße. Ich weiß, dass jetzt Hamilton und Co. in die Box kommen werden. Wegen dieser Undercut extrem scheiße war, aber okay. Ach man, das war ein scheiß Undercut, das war ein scheiß Undercut, das war ein scheiß Undercut. Scheiß Idee. Aber es sind meine Reifen besser als deren da vorne. Komm, let's go, 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 zieh, 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 zieh. Ich werde aber nicht vor Hamilton rauskommen. Ich werde nicht vor Hamilton rauskommen. Ich werde zwar nicht vor Hamilton rauskommen, aber okay. Schade. Aber ich habe bessere Reifen. Ich habe jetzt die besseren Reifen. Aber jetzt die besseren Reifen als Hamilton noch. Das heißt, ich muss ihn jetzt kriegen. Ah, scheiße, die Reifen sind. Jetzt sind seine Reifen aber auch fast warm. Ja, ist mir egal. Doch, ja, ist Jutzen, perfekt. Backhaus in der Box. Ich werde Hamilton gleich kriegen. Main Straight, Hamilton. Alter, was fährst du da so langsam? Ich muss ihn kriegen. Ich werde ihn noch kriegen. Ich werde ihn jetzt noch kriegen. Ich zeige hier nicht beim Rost beschleunigen, aber oh Gott. Jetzt mit ERS, ERS, Full ERS, Use ERS, Use ERS. Use it, use it, use it, use it. Vor Villeneuve, aber hinter Russell Hamilton. Tschüss, Lewis. Angriff auf Russell. Russell, tschüss. Tschüss, Russell Schorsch. Hat auch schlechtere Reifen. Zeit hat auch schlechtere Reifen. Alter! Krass, oder was war das? Oh, muss kurz eine Sprachnachricht abhören. Alter Schwede, was ist das? Wollen wir wer will jetzt los? Okay, und weiter geht's. Gegen Russell war's okay. Gegen Russell war sehr gut. Gutes Manöver gegen George. Das heißt, ich bin weiter vor Russell und Hamilton. Aber kann ich auch an Sainz vorbei? Frage. Nein, wahrscheinlich nicht. Weil Sainz bessere Reifen gleich hat. Ich normalerweise da komplett ran muss. Ja, gegen die Ferraris habe ich halt echt keine Chance. Ich werde mich hier mit den Mercedes rumschlagen müssen. Es sei denn, Sainz verkackt das jetzt komplett. Oder ich verkacke das jetzt komplett. Shit, das hätte böse enden können. Oh shit. Hallo,
Okay, natürlich sagt jetzt wieder mein Fossfeedback. Nö, ich verpiss mich hier. Ich verzieh mich. Lass mich hier in Ruhe, ich verzieh mich. Vielleicht ist das gerade so der Schlüssel. Vielleicht kann das gerade so ein bisschen helfen. Gegen Heinz. Gegen dieses Heinzelmännchen. Es ist ein Heinzelmännchen. Du. Ach komm. Du. Und wieder. Bin ich zu blöd, was reinzustecken, oder was? Danke. Also scheiß Lenkrad, ey. Dankeschön, Lenkrad. Moin, Lenkrad. Rheinland Science. Ist schon 2,5 Sekunden weg. Perfekt. Das heißt, es ist ran an Science. Ja, geil. Und ich bleib an diesem Körb hängen. Muss ich ausgerechnet jetzt an dem Körb hängen bleiben? Kann ich nicht irgendwo an einem anderen Körb hängen bleiben, wo es mir weniger schadet? Oder an jedem Körb hängen zu bleiben schadet. Gerade. Ah. Toll. Der wird mir jetzt wegziehen und ich werde nur Dritter. Sehr geil. Aber ich bin weiter vorne als in dieser Fail-Aufnahme, das will ich mal sagen. Wo ich nicht aufgenommen habe in dieser Situation. Zum Glück, weil sonst könnte man jetzt nicht diesen Kampf gehen zwischen Science und mir sehen. Juhu. Jetzt ran an Science. Weiß, da wird mir jetzt gleich wegziehen, aber egal. Boah. Der Funkenflug ist halt ziemlich geil. Funkenflug ist halt schon echt geil gemacht. Halbwegs geil gemacht. Hätte man halt ein bisschen mehr Detail auf diesen Funkenflug legen können. Hier verliere ich immer so ein bisschen, aber dann werde ich hier jetzt wieder was gewinnen. Perfekt. Ein bisschen rankommen. Kann sein. Oh Gott. Und mich verbremsen. Bin ich aber so nah dran wie noch nie. Wie noch nicht sofort. Ich habe nach dem Wort gesucht. Ups. Bin ich aber dran. Jetzt. Ja, es ist Attacke. Welche nicht mal. Wenn ich hier gut rauskommen würde, was ich nicht tue. Oh! What? Fastes Lab. Ah, keine Teil von Wasser 1. Schade. Ich bin ja keine KI. Die KI wird das machen. Bin ich ehrlich. Die KI hätte jetzt. Hä? Hä? Alles klar? Ihr hättet jetzt sowas von geteilt. Was ist mit Science los? Warum ist das so langsam? Ja, wenigstens kann ich gegen einen Ferrari fighten. Gegen den schlechteren von beiden.
Ich glaube, die Cam ist gerade an der Scheißstelle. Ich schieb die Cam nochmal eben rüber. Because die Cam is doof. Cam ist an der falschen Stelle. So. Schieben wir sie da oben hin. Genau, schieben wir sie da oben hin. Dich auch da oben hin. Nein! Dich. Oh, wer war? Wer bist du? Auch da oben hin, aber was hat die Bildschirmaufnahme? Ups. Weil da oben ist ja nichts, deswegen schieben wir dich da oben hin. Keine Ahnung, warum die Webcam da war. Also keine Ahnung, warum die Cam jetzt da war. Die ganze Zeit über. Hätte auch mal mitdenken sollen. Ran an Science. Was wieder nicht klappt. Ich verbremse mich schon wieder. Diesmal mit einem anderen Ende. Diesmal bin ich deutlich näher dran. Darf ich jetzt nur nicht Hack ausbrechen? Hack ausbrechen, genau, Hack ausbrechen. Ich darf jetzt nur nicht das Hack ausbrechen. Was habe ich da jetzt schon wieder gesagt? Ach Gott. Ach echt? Wir müssen mit diesen Reifen das Rennen zu Ende fahren. Geht aber gar nicht. Und jetzt die Dive Bomb, Alter. Es hätte auch in einem Crash enden können. Hätte ich mich nicht gewundert, wenn das passiert wäre. Windschatten, 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 Windschatten. Alter, was fällt dir auf den Geraden, der Penner? Shit. Mega Quersteher mal wieder. Ich hau mal wieder die Quersteher raus, wie sonst was. Soll ich mir auch mal merken. Eine Runde früher rein, dann hast du die Probleme nicht. Ja, so. Dafür habe ich aber wahrscheinlich am Ende des Rennens ein paar mehr Probleme. Ich wieder auf 2 mit der schnellsten Runde. Stark ist hinter dem Mercedes. Das ist alles kein Problem. Mal abzuwarten. Auch irgendwo erwartet und kalkuliert. Aber dass ich hier so schnell bin und des Ferrari-Splitzes. Ja, da sieht man, also da hat man zumindest gesehen, wie doof die Sausage Curbs sind. Also diese Wurst Curbs, sag ich jetzt mal. Sind halt ziemlich doof. Glück sind hier keine. Ein schnellster, letzter, erster Sektor. Schade, obwohl der erste Sektor meiner ist. Erster Sektor ist halt immer noch mein Sektor. Keine Ahnung, warum der erste Sektor mein Sektor ist, komischerweise, aber okay. Ist halt, sind doch nur die ersten drei Kurven. Ja, ich halte Sainz so ein bisschen auf Abstand, das ist gut. Der nimmt mir die Scheiße.
Alter, Claire nimmt mir schnell die Rundenzeit weg. Renn runter weg. Danke. Ah, es nimmt Zeit. Drei Zehntel jetzt nehmen die Ferrari-Strähne auf. Alter! Alles klar. Er hat Schwung verloren, aber wo ich mir denke, okay. Nicht mit mir, Carlos. Jetzt ist das jetzt so ein Vettel-Bottas-Manöver oder was willst du mich jetzt? Der wollte es jetzt doch tatsächlich außenrum versuchen. Alles klar. Nicht mit mir, mein Freund. Irgendwie ziehe ich der KI hier so ein bisschen weg in dieser Kurve. Aber nur so ein bisschen. Ich frage, hey, warum? Was mache ich da so viel anders als die KI? Im letzten Sektor Science und Leclerc einfach mal eben kurz eine Sekunde abgenommen. Hä? Was? Bitte was? Gucken wir uns gleich später in den Highlights nochmal an. Diese Runde. Aber wie habe ich das? Hä? Ich habe da im letzten Sektor, wahrscheinlich in den letzten 2-3 Kurven. Vielleicht irgendwo, vielleicht die Schikane oder so. Habe ich der KI mal eben kurz eine Sekunde abgenommen. Alles klar. Muss mir merken, wie ich die gefahren bin. Völlig falsch, aber okay. Ja, ich fange gerade irgendwie an, mich wohler zu fühlen mit den Reifen. Vielleicht kann auch das daran liegen. Er schluckt immer wieder Wörter. Komischerweise. Jetzt verkacke ich das hier. Kann halt auch komischerweise reden und fahren. Das ist. Keine Ahnung, woran das liegt. Wie war das mit reden und fahren? Ach Gott. Ja. Genau. Wer viel redet, muss halt auch viel trinken. Ja, aber sich dann nicht wegdrehen. Ja, Sausage. Alles klar. Moin, Sausage Curbs. Ja, doch. Das wollen wir doch gerade. 23,4. Ich fahre dem trotz diesem Schnitzer, fahre ich dir mal eben kurz noch mal kurz in dieser Runde der Zehntel weg. Jetzt ist die Frage, bin ich zu gut oder ist die KI so schlecht? Oder finde ich gerade Kniffe gegen die KI? Das kann auch sein. Ach Gott. Warum möchte mein PC jetzt Treiber irgendwie für. Warum checkt mein PC jetzt Treiber?
Treiber, Alter. Ach, Sprachnachricht. Ich höre mir kurz Sprachnachricht an. Upsi. Ich warte immer noch auf Post, Alter. Ich warte immer noch auf Post, das ist unfassbar. Ich habe seit über einer Woche auf Post, das ist schlimm. Ich versuche gerade so ein bisschen die Schnauze zu halten, um mich so ein bisschen zu konzentrieren. Ja, genau. Oh, der Fokus verfliegt! Der Fokus geht weg! Das ist komisch! Ich schaff's gerade nicht vom Kopf her, mich zu fokussieren. Der Fokus ist weg. Komischerweise. Ist echt komisch. Ja, das merkt man auch an meinen Zeiten. Der Fokus ist weg. Es wird gleich für Monaco extrem lustig. Ohne Fokus in Monaco. Ups. 24,6. Ich fahr wieder meine. Okay, ich bin da glaube ich so ein bisschen rübergezogen. Sorry. Ja, ich bin da komplett rübergezogen. Ja, er kommt da mit DRS nicht an mir vorbei. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Verpiss dich, Carlos! Jetzt verliere ich so viel Zeit. 24-0 im ersten Sektor, Alter. Verliere so viel Zeit. Weil der Fokus einfach nicht da ist. Die Konzentration gerade weg ist. Das ist so doof.
Jetzt kommt er wieder. Jetzt kann ich nochmal kontern. Ich kann nochmal kontern in Kurve 1. Berührung wahrscheinlich. Sorry, das war ein bisschen laut. Ja, Berührung. Sorry, Carlos. But, das war nicht mein Fehler. Hat er einen Schaden davon getragen? Oh no. Because new lyrics. Kein Schaden, okay. Ich dachte schon irgendwie kein Schaden. Kein Schaden, hä? Schon wie sein Schaden? Nee. Jetzt ist Russell auch wieder dran. Jetzt ist der Russell-Schorsch auch wieder dran, ey. Der rasselt mich jetzt gleich bestimmt kaputt. Das ist so ein bescheuerter Joke, aber okay, ich finde ihn geil. Wer will jetzt schon wieder was? Ja, schön, Leute. Interessiert gerade kein Schwein. Diese Menschen hier. Ach, ich komme langsam an Überrundungen. Ja, Jack hat keine Chance. Er muss gucken. Also, die Red Bulls sind aber aktuell so weit hinten. Sainz? Ach, Sainz hat einen Schaden, fährt an die Box. Okay. Für Sainz. Ein Ferrari weniger. Mal wieder ein gebrauchtes Wochenende für Sainz. Sainzel, das Sainzel-Männchen. Jetzt habe ich die beiden Mercedes hinter mir. Muss ich die beiden Mercedes nur noch abschießen. Spaß. Ich und die Mercedes abschießen, ein deutsches Team abschießen. Wir sind doch auch ein deutsches Team. Er ist gleich deutsches Team gegen deutsches Team, boah. Ach Gott, so viel Zeit verloren. Ja, bei ihm kurz eine halbe Sekunde verloren. Eine knappe Sekunde. Ach, komm schon. Ich hoffe, dass die Soundqualität jetzt besser ist. Also meine Audioqualität. Dass ich da gerade mit der von dem Sound auf die Xbox nicht zugreifen kann, das ist nicht mein Problem. Das tut mir echt leid. Finde ich aber auch echt schade. Gut, es gäbe eine Sache, die ich eventuell versuchen könnte, aber weiß ich nicht, ob das was bringen würde. Nee, bringt nämlich nichts. Nee, bringt leider nichts. Na ja, Ronger, Nachzügler. Sind noch drei Runden. Was? Sind noch drei Runden? Fühlt sich gar nicht so an. Fühlt sich jetzt gar nicht so lang an. Eine Stunde. Ja, fühlt sich jetzt wirklich nicht so lang an. Also eine Stunde fühlt sich jetzt nicht mehr so lang an. Das ist irgendwie komisch. Ein Rennen fühlt sich jetzt wirklich nicht mehr wirklich so lang an. Latifi. Ran an Latifi. Und die Haare stecken hinter einem Dings fest. Hinter einem McLaren fest. Aber nein. Geht doch zum Glück.
Alter, zum Glück. Okay, Latifi ist irgendwo stehen geblieben, deswegen war gelb. Nein! Russell schmeißt mich hier nicht vom zweiten Platz runter. Wehe, Russell Schorsch. Er kommt nicht mal mit DRS wirklich vorbei, weil ich fucking ERS nutze. Das wird in Baku aber nichts bringen. Das wird in Monaco wahrscheinlich. In Monaco wird wichtig. Position gut machen. Also in Monaco. 1,22 Minuten. Wird natürlich jetzt mit Soft. Das einzige, was ich bleiben muss, ist vor Hamilton. Aber vor Russell wäre auch noch dann natürlich ziemlich geil. Because deutsches Team gegen deutsches Team. Schulte Racing gegen Mercedes. Natürlich ziemlich geil. Weil Schulte ist ja ziemlich verbreitet. Vor allem zum Beispiel im Sauerland. Ach, Lance Stroll. Lance Stroll. Strolle. Jacques Villeneuve auf 5. Perfekt. Das 2 und 5 wären geil. Das 2 und 5 ist halt schon irgendwo geil. Obwohl Platz 2 und 4 ziemlich noch geiler wären, aber naja. Oder fällt einer aus? Da fällt einer aus. Ja, lass mich bitte vorbei. Dankeschön. Oh, Hamilton wird ja jetzt ein Problem haben. Hamilton hat da ein Problem mit Dings. Guan Yu Zhou ist raus. Ja, toll. Hallo. Das wäre sonst überholt unter Gelb gewesen. George Russell, mein Freund. Noch 2 Runden. In der Hoffnung, dass die KI jetzt so doof ist von Hamilton. Und einfach versucht zu überholen. Ich hoffe mal, dass die KI von Hamilton jetzt so doof ist und die beiden Mercedes kämpfen. Das wäre nämlich zu geil. Final Lap. Finale Runde, letzte Runde. Let's go. Push. Ja, toll. So viel pushen und auch wieder nicht. Jetzt kommt Russell. Alter. Ja, halt die Klappe. Ich könnte ja noch eine Runde fahren. Benzin habe ich ja noch für noch eine weitere Runde. Ah, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt richtig haarig. Because Russell George ist hinter mir. Lewis Hamilton. Jetzt, Alter, wenn Russell und Hamilton... Ja, Leclerc fährt die schnellste Rennrunde. Leclerc haut da nochmal einen raus. 21 Sekunden ist Hamilton vor mir. Leclerc vor mir. Aber was ist mit dem Red Bull los heute? Come on. Nicht jetzt noch in der letzten Kurve wegschmeißen. Ja, zweiter. Oh. Okay. Fahrer des Tages, Max Verstappen, hatte der eine Strafe oder was? Werden wir gleich nachgucken, werden wir gleich sehen. Ja, Klappe, Sascha. Ist gut, Sascha. Sascha. Aha. Sascha. Schrei dich so! Oh, Verstappen ist von 15 gestartet und Perez von 7.
Oh, Mick ist von ganz hinten gestartet. Also von ganz hinten auf Platz 14. Oh. Oh, Mick. Oh. Ja, Verstappen. Akzeptiere ich. Aber wir holen sehr viel gegen Hamilton, das ist das Gute. Das Gute ist, wir gewinnen gerade so viel gegen Hamilton. Und nächstes Rennen ist, glaube ich, Monaco. Das wird lustig. Das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig. Oh! 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 Was? Wie was? Wir sind zwar viertstärkstes Team, Ferrari ist weit vorne und so weiter und so fort. Die sind aber alle sehr weit vorne. Wird vor Baku fertig. Sehr gut. Jawohl. Vom Motor her sind wir die Besten, alles klar. Aber Chassis. Chassis brauchen wir. Okay. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Kohle. Wir haben Mai. 49 Tage, 11. Juli. 11. Juli, 5 Millionen. Können wir irgendwie 4 Millionen investieren? In irgendeine. Genau, 4 Millionen auch für die Qualitätskontrolle. Zack. Haben wir noch genug Geld für ihr Dings? Und dann geht's auf jeden Fall nächstes Mal rein in Monaco, rüber nach Monaco. Auf jeden Fall, dann geht's rüber nach Monaco. Ja, danach geht's nach Baku. Nach Kanada. Auf Kanada freue ich mich ganz besonders. Auf Silverstone freue ich mich auch, weil Silverstone ist geil. Silverstone einfach auf Prestigestrecke. Monaco gleich auch Prestigestrecke. Für euch gibt's Monaco morgen, für mich gibt's es jetzt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss.